klatschen und so machen. Und mit diesem Hüpfer hier begrüßen wir euch alle zurück zu Farm Together 2. Der Epi und ich sind gerade am Diskutieren und haben absolut keine Ahnung, was wir eigentlich heute machen wollen. Aber Er rennt mich schwindelig. Wenn wir das jetzt noch eine halbe Stunde durchhalten, dann ist die Folge zu Ende. Und dann seid ihr wahrscheinlich schon lange vom Stuhl gekippt, wenn ihr dabei zugeguckt habt. Ja, ich schau mal eben auf der Karte. Wir sind nämlich gerade frisch reingekommen und haben mal wieder nichts gemacht. Und die Schafe können wir mal abernten, sehe ich gerade. Ich ernte erstmal die Fische, weil Fische müssen geerntet werden. Fische sind Freunde. Oh, wir sind voll. Mist, ja, du sollst voll. Ja auch nicht immer so viel saufen, ne? Ja. Ja. Ja, pass auf. Dann mache ich jetzt mal eben die Fische. Und dann weiß ich immer noch nicht genau, was wir jetzt heute als erstes machen. Okay, Fische sind schon mal durch. Achso, wir können mal kurz gucken wegen den Quests. Fische sind voll. Nein, sind sie nicht. Doch. Nein. Käse. Ist doch alles Käse hier. Warte mal. Oh Gott. Ich nehme noch nicht mal eine Minute auf oder gerade knapp eine Minute und ich fange schon wieder mit Warte mal an. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Es tut mir so leid, aber ich krieg's im Moment nicht weg. Zumindest dann nicht, wenn ich mit einem Epi aufnehme. Ich weiß auch nicht. Gut, wenn ich alleine aufnehme, habe ich ja auch niemanden, zu dem ich Warte mal sagen soll. Erzähl nicht sowas. Ja, komm mal her. Ich will Edelsteine haben. Gib mir Edelsteine oder Medaillen. Hallo, nee, sie will mir Tomaten. Hallo, sag mir mal schnell, wo wir Sachen hinsetzen können bei 1. Ah, das war hier. Ich weiß so gar nicht, wovon du redest. Ach so, du meinst hier zum... Ja, temporäre Sachen. Ja. Wo wir aber gerade schon dabei sind. Moment. Wir brauchen Level 65. Genau das war unser Problem beim letzten Mal, ne? Was denn? Ich habe Level irgendwie, keine Ahnung. Ja, du hast gar nichts. Ich meine die Farm. Hallo, ich habe gar nichts. Ja, du hast nichts, was jetzt hier gerade wichtig ist, damit wir hier irgendwas setzen, das meine ja, ich. Ja. Du hast ganz viel, du hast Charme. Aber du, 65 du hast ist ja fast bald. Was? Level ja, 65. Ja. Deswegen, ich würde sagen, dass wir vielleicht den, ach so, der Wald, die Gerste, die können wir die... ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich ja verzweifelt schon die falschen Bäume hier am Abernten. Wie immer. Ja, weil. Ach so, genau. Falls dem findigen Zuschauer wird das jetzt aufgefallen sein. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir können unter den Einstellungen permanent einstellen, dass man die Zeit oben rechts sieht, bis die Jahreszeit zu Ende ist. Ich finde, das ist ein richtig geiles Update. Das ist gestern hochgeladen? Nee, vorgestern, glaube ich. Und ich finde das super, weil da kann man dann so ein bisschen abschätzen, oh, ich muss aber nochmal eben rüberfahren oder oh, ich schaffe das nicht mehr, in der Zeit noch rüberzufahren. Dann mache ich doch lieber was anderes. Also ich finde es super, weil wie oft hat man das gerade, dass man denkt, ah, das eine Feld schaffe ich noch und dann genau die eine Sekunde hat einem dann gefehlt. Also mir ist es nicht so oft passiert, aber dem Epi ist es sehr oft passiert. Und mir wäre mir wäre es auch öfter passiert, wenn ich nicht immer, ja... doch vorher noch gestoppt hätte, sagen wir es mal so. Ach, Moment, die Blumen. Mit den Blumen können wir natürlich schneller leveln. Ich versuche jetzt hier gerade so auf die Schnelle noch mal eben das nächste Level zu machen, weil ich weiß auch nicht, wie viel wir jetzt brauchen von den Edelsteinen. Das Essen hier abgefahren worden und nicht wieder hingesetzt worden von dir. Was für ein Essen? Ja, im Haus. Hier, du kochst wieder. Da ist überhaupt nichts weggenommen worden. Gegenteil. Spinat. Können wir gerade Spinat machen? Wir können Spinat machen. Weil ich meine nämlich, dass wir das hier nochmal hinstellen wollten. Ich meine nämlich, dass wir sonst nirgendwo Spinat mehr hatten. Deswegen wollte ich den Streifen direkt neu setzen hier. Also ich habe gerade die Dings gesetzt, die, genau die meine ich. Die Melonen und diesen was? Violetten Wirt für die Quest. Der violette Wirt? Wirsing. Ach, Wirsing, okay. So, jetzt sind wir hier wirklich im Schnelldurchlauf. Sind wir jetzt hier am Versuchen, noch ein paar Level... Also nicht ein paar Level, aber... Ach ja, und wir haben neue Blumen.
ein Level zu kriegen. Die Purpurprunkwinde. Boah, ist die teuer. Ich habe die einfach hingesetzt bei mir auf der Main Farm, aber die ist richtig teuer. Jetzt weiß ich, wohin das Geld schon wieder flöten gegangen ist. Ich habe mal eins hingesetzt, damit wir die mal ein bisschen abfarmen können hier, ne? Ja, komm, komm, wir gehen auf die 65 zu. Endspurt, drückt uns die Daumen. Schaffen wir noch vor dieser Jahreszeit? Also vor dieser Jahreszeit nicht, aber vor der nächsten Jahreszeit. Wobei das ja egal ist, bei welcher Jahreszeit wir das hinkriegen. Was machst denn du gerade? Sag ich nicht. Ach, du machst die Schweine. Hast du den... Du kannst nicht schweigen. Hast du den Weizen da eben neu gesetzt? Nein, ich hab den noch nicht abgefahren, weil ich nichts kann gerade. Jetzt kann man abfahren, glaube ich. Warte mal, den arabischen Mohn müssen wir auch noch irgendwo hinsetzen. Mache ich mal hier hin. Also wir müssen das tatsächlich so machen. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir noch genug Edelsteine haben, um das zu erweitern, sagen wir es so. Weil, oh, wir können jetzt auch weißen Kürbis machen. Weil wir müssten eigentlich mal schöne Blumenfelder machen. Weizen ist voll. Kannst du mal verkaufen? Hier nehmen? Ja, warte, ich setze die Erdbeeren noch kurz. Ja, weil die Erdbeeren haben wir immer so selten, dass wir die mal neu setzen können, weil die kommen ja immer nur im Frühling, das ist ja das Einzige und das ist dann immer ein bisschen doof. So, Weizen. Oh Gott. Ach, du bist jetzt schon hier, was? Oh. Der Epi wieder, ne? Kannst du den Weizen mal verkaufen? Ja, mache ich jetzt. Und dann komme ich hier hin und dann sehe ich, wie der hier rumläuft und alles am Verkaufen. Aber dir dauert das zu lange, sowas alles. Ja, ja. Warte mal, ich mach die Dings noch. Hier die, unsere Kuschelwuschel hier. Unsere, naja, Lämmchen kann man dazu jetzt nicht sagen. Die sind schon ein bisschen größer. Unsere, ich will immer Schweine sagen. Ich weiß nicht, warum ich immer Schweine sagen will. Unsere Schafe. So, wahrscheinlich, weil das mit den gleichen Buchstaben anfängt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Stufe 22. Ich glaube, bei denen haben wir sogar genug von der Stufe. Was? Nee, ist noch genug Futter vorhanden. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich einmal zwischendurch. Ich hatte jetzt leider nicht mehr Zeit, weil ich noch eine kleine Farm am Großteam bin. Und gerade alles gebe, damit die wirklich groß wird. Deswegen war ich jetzt auch so nicht mehr hier auf der Farm drauf, bis auf das eine Mal. Und da habe ich nämlich... Genau, da habe ich die schwarzen Schafe noch gesetzt, ein paar. Oh, Wolle ist auch voll. Kannst du die auch mal verkaufen? Nee, ich bin nicht mehr da. Blumen sind auch voll. Warum nicht? Weil ich jetzt wieder den Weizen dingse. Ich wollte ja nur, dass der Weiz gedingst ist. Dass der Weiz gedingst ist. Der Weizen gedingst ist. Abgefarmt wird. Okay, da können wir jetzt nichts Neues machen. Wie viel haben wir denn noch von... Oh Gott, warte mal. Wolle, Blumen. Ja, Wolle und Blumen im Endeffekt. Ich suche aber gerade 200. Naja, gut, aber das muss da nicht unbedingt jetzt... Hä, wir haben gar kein... Sag mir nicht, wir haben das Huhn nicht. Dann hau ich dich. Soweit ich weiß, haben wir alle Hühner freigeschaltet. Ob wir... Ach so, aber hast du das in der Stadt gesehen? Ich habe die mal ein bisschen getauscht hier, damit die vernünftig sind. Wir brauchen das Schema-Huhn. Und du hast das ganze Geld jetzt ausgegeben. Scheinbar hat er es gesehen. Was ich auch noch zeigen wollte, das ist mir aufgefallen, stand aber nicht in den Update-News, also in den, ja, ich sag mal Update-News vom Entwickler drin. Wir haben hier so komische Federn drin. Ich weiß nicht, was das genau wird, aber ich vermute, das könnte eventuell damit zusammenhängen, wenn wir wieder unsere Truthähne beziehungsweise... Aber, na ja, gut, die hätten eine Faunfeder, hätten sie machen können, ne? Truthähne, vielleicht auch, Gänse hatten wir, glaube ich, nicht. Wir hatten nur Enten, ne, vorher. Also, da hieß keine irgendwie Gans von. Vielleicht kriegen wir ja auch Gänse, ich weiß es nicht. Aber ich denke eher, dass wir wieder Richtung Enten und Truthähne und wir hatten auch noch irgendwas. Faun hatten wir noch. Aber die haben ja auch nicht so lilane Federn. Also, das Lila, das irritiert mich so ein bisschen. Aber ansonsten, also es wird noch spekuliert. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was daraus wird. Also sprich, wozu das gehören wird. Also ich denke mal, es werden Wachteln. Wachteln? Mit lila Federn? Genau.
So, dann... Achso, nee, haben wir jetzt... Wir haben das Level up, genau. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, wie viel wir jetzt genau brauchen. Oh, ich glaube, das können wir erstmal eine Weile vergessen. Ich dachte, wir wären noch so bei 3500 oder so. Wir brauchen schon 8960 für die nächste Erweiterung. Ah, oh, das ist doch gemein. Ich wollte heute eigentlich auch noch ein bisschen dekorieren mit euch. Dann fällt ja unser Plan hier komplett ins Wasser. Was ist dein Plan? Ja, noch so ein bisschen zu dekorieren. Also ich würde gerne auch die Fische dekorieren. Das Problem ist nur, das kannst du natürlich schlecht, ne? Also da bin ich wirklich... Wenn ihr übrigens eine schöne Farm habt, wo ihr jetzt schon stolz drauf seid und wo ihr... meint, die ja, wäre so toll, dass andere die auch sehen sollten. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein oder schreibt mir gerne eine E-Mail. Oder falls ihr vielleicht auch bei mir auf dem Discord-Server seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne da eine Nachricht schreiben. Gebt mir einfach Bescheid, dann würde ich mal bei euch auf der Farm vorbeikommen und würde mal eine kleine Aufnahme machen. Ich finde es nämlich immer interessant, wie andere Leute so ihre Farmen eingerichtet haben. Und ich habe auch die Gameplay in Cloud. Ja, genau. Vor allem, weil ich keine Rechte habe, wenn ich neu auf eine Farm komme. Ne? Und jeder, der irgendwo bei den kommenden Events Hilfe braucht oder so, oder denkt, dass er da vielleicht mit seiner oder einer Farm nicht so mitkommt, weil man ja doch teilweise große Sachen machen muss. Also gerade sollte das... Ah nee, es fängt im Herbst an, hatte ich gesagt. Ne? Gut, dann wird das kalt. Hier fehlt ein Baum. Warum fehlt hier ein Baum? Nein, weil das Geld alle war. Kannst du da hinmachen noch. Ach, du hast die eben verlängert hier, oder was? Nein, nee. Das ist schon länger her. Das ist das letzte Mal gewesen. Aber du bist dir sicher, dass du das warst? Ja, da fehlte der... Wir hatten genau kein Geld mehr dann. Wir hatten genau kein Geld mehr dann. Also Deutsch 1. Ja, weil du das immer alles ausgibst. Wahrheit 6. Naja, sagen wir 5. Hin und wieder gebe ich ja auch was aus. Gut, ich brauche es jetzt hier gerade mal so hinter dir her, aber ich habe eigentlich soweit hier vorne schon alles gemacht. Höchstens da hinten noch. Da, ey, wie der mit dem Affenzahn gerade die Linkskurve genommen hat. Oh, die Gameplayerin ist direkt hinter mir. Ganz schnell da rein, damit die mir die Sachen nicht wegnehmen kann. Ja, ich hätte es nicht abfahren müssen, hättest du mich nicht gesehen. Ich fuhr ja auch nur einen halben Meter hinter dir oder so. Ich hätte dich da nicht gesehen. Ja, nein, ich fahre immer mit zwei Zügen. Ich abgebogen bin. Genau. Im Wagen vor mir fährt der kleine Epi oder wie war das? Das kann ich bestätigen, dass sie so fährt. Also darf man nicht hinterher und vorher fahren. Er fährt allein und er scheint irre zu sein. Ich kenne seinen Namen, aber ich kenne nicht sein Ziel. Ich merke nur, er fährt völlig ohne Gefühl. Okay, Spaß beiseite. Das war kein Spaß. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier unsere Kühe gemacht, ne? Ich muss immer noch sagen, es sieht sehr schön aus. Ich habe keine Kühe gemacht, wenn du Kühe gemacht hast. Ja, wir haben ganz viele kleine Kühe gemacht. Die sind schon alle erwachsen geworden. Aber hier auf der Seite, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt, weil das hatten wir, meine ich, offline noch danach gemacht, hier die Seite. Da haben wir auch noch ein bisschen Deko hingestellt. Wir müssen übrigens... Jetzt fährt... wie geschickt der gerade um die Kühe rumgefahren ist. Hauptsache nicht abrasieren, wollte ich gerade sagen. Nicht abrasieren, genau. Hauptsache nicht... oh Gott, abfarmen, so. Falls es euch übrigens ein bisschen so vorkommen sollte, dass ich euch anschreie, der Epi würde mir sowas wahrscheinlich nicht sagen, wenn es ihm so vorkommt. Dass nicht nur anschreien. Ja, ist klar. Das ist nur dem Umstand geschuldet, dass ich schon eine Woche lang so ein bisschen heiser bin. Und vom Schreien. Irgendwie, nee, nicht vom Schreien. Und irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt ständig gegen meine Stimme anbrüllen muss. Ach, du bist auch hier dran, deswegen habe ich hier genug Futter. Die Kühe wollen dich, deswegen habe ich genug. Auch voll. Das ist auch voll. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin hier nur noch in die Stadt am Reisen. Das ist doch nicht normal. Du hast da doch gar nicht. Wozu habe ich den Epi ja eigentlich eingestellt? Nichts kann der, nichts macht der hier. Der ist nur immer die Tiere am Abfarmen oder. So. Aber die 8000 kriegen wir damit trotzdem nicht hin.
Haben wir unser Häuschen eigentlich schon dekoriert? Aber 65 sind wir übrigens, ne, wollte ich nur sagen. Das wollte ich nur sagen. Ja, das bringt uns viel. Ich habe dir ja schon gesagt, was wir haben. Genau, wir machen jetzt... Wir gucken einfach mal, dass der Epi davon nichts mitbekommt. Was gefällt dir besser? Gold oder Silber? Kein Gold. Silber? Ja, so ein Silberton. Also Silber selber. Platin gefällt mir gut. Ich rede jetzt nicht von Ringen, ne? Das ist dir klar. So, wir sind heute bei Wünsch dir was. Nein, den will ich nicht. Doch, sind wir. Stimmt, die hat er jetzt alles nach davor. Ne, das ist okay. Okay, dann haben wir... Nee, das war's nicht. So. Ja, die Schweine sind alle geschweint. Die Schweine sind alle geschweint? Das ist schweinig gut. Aua, ich bin vor die Treppe. Nochmal. Bist du jetzt benommen? Mhm. Ich muss jetzt mal ins Haus mich ins Bett legen. Nein, musst du nicht. Ich hab Pause. Er wird mich und niemals finden. Salat. Seid einfach leise. Nein, ich hab dich gesehen. Du hast vielleicht... Wie gibt der die Dinger aus für irgendwas, was keiner mehr... Halt eine Küche. Ins Wohnzimmer baut sie eine Küche. Du hast gesagt, ich soll mich um dieses Zimmer hier kümmern und du hast aus meiner Küche hast du ein Bad gemacht. Was soll ich denn tun? Erstmal Hände waschen. Was soll ich denn tun, wenn du aus meiner Küche... Soll ich das Bad in die, ins Wohnzimmer reinsetzen? Schönes Bild. Ja, wieso wird es ja gerade so dunkel? Kabine. Hilfe! Weil es Nacht ist. Wieso haben wir hier eigentlich eine blaue Couch? Ach, ich habe dich, glaube ich, gefragt, ne? Und dann hast du gesagt, du willst blau haben. Mach die bloß nicht pink. Erstmal baden hier. Ja, bei mir ist sie natürlich lila, das ist doch klar. Hatten wir. Wir hatten doch. Aber das ist. Psst, habt ihr das gehört? Was? das ist aber der große. Ja. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken wegen der Farbe. Aber das ist. Nee, das ist ein. Hallo? Das ist ein. Ich sehe hier überhaupt nichts. Es ist alles so blöd dunkel. Mach das Licht an. Du musst das Licht auch anmachen. Es gibt Stehlampen. Ja, ich weiß. Mach da meine hin. Ja, es sieht aber doof aus. Das ist keine Ahnung. Nein, nicht mit den Stehlampen. Ich meine jetzt hier. Nee, das lassen wir erstmal. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir unseren Kühlschrank noch bekommen. Das, warte mal, Bücherregal, ach, wir haben noch gar keine Bücher, das gibt's doch nicht. Warum hast du da nicht direkt dein Veto eingelegt? Ey, ein richtiges Haus muss Bücherregale haben, und zwar überall. Ohne Bücher ist das doch kein richtiges Leben. So, sehr schön. Kann man eigentlich... Was machst du denn hier? Wieso hast du hier einen Stuhl hingestellt? Der stand schon da. Ich kann dir ja ins Ziel gucken. Ja, super. Warte mal. Hey, wo hast du das Waschbecken her? Ich habe hier nur das rustikale Wasch... Du hast die Küchenspüle hier reingestellt? Oh Gott, der Epi schon wieder. Die fand ich schöner als die andere. Mhm. Da ist mehr Platz drin. Nix. So, kriegst noch ein Bügelbrett, dann kannst du dich um die Wäsche kümmern. Das wollte ich auch gerade hinsetzen. Du wolltest es auch mit Blau machen, oder? Wie mit Blau? Ja, das ist Blau. Was machst du denn hier für einen Quatsch? Den müsstest du eigentlich... Kann man den nicht in der Mitte machen? Ja, du kannst den hier theoretisch hinmachen, aber es ist jetzt nicht so viel mittiger, ne? Ey, hatte ich hier nicht eben Fliesen drin? Nein. Hatte ich das hier noch nicht? Du weißt schon, dass das vom Kinderzimmer ist, ne? Ja, das ist ein Kinderbad hier. Dann haben wir, ja, aber dann, warte, ich muss da noch Fliesen reinmachen. Na, die mache ich jetzt rein. Welche nehme ich denn? Hä? So, passend zu deiner Dekoration.
Scheiße. Hier raus. Aber ich habe hier wenigstens Licht reingemacht. Das sieht so Licht scheiße aus, aber irgendwie. Wieso hast du. Schatz, komm noch mal her, bitte. Das habe ich dir eh schon wieder gemacht. Was ist das hier? Den, was denn? Das, ist das ein Fußabtreter? Den habe ich nicht dahin gemacht, das warst du. Nee, garantiert nicht. Das ist ein Doppelter. Genau, damit man da drüber läuft, wenn man ins Schlafzimmer geht, oder wie? Ja, damit du dich abputzen kannst, genau. Wieso haben wir hier eigentlich kein... Ach, weil wir kein Geld hatten für Deko, ne? Kann das sein? Wir haben hier überhaupt nichts, wo wir was draufstellen können. So, guck mal. Einmal. Mann! Was denn? Kannst du die Deko auf deine Seite legen? Nein, ich wollte gerade die... Ach so! Warte, hier muss noch meins hin. Wolltest du die da stehen lassen oder willst du die da in die Ecke reinstellen? Eigentlich sollte die an meinen Dings, aber das ist... Warte mal, ich habe eine andere. Ich mach das erstmal hier rüber. Nee, hab ich nicht. Doch, ich habe eine bessere. Zack. Da. So muss es sein. Hey, warte, warte, warte. Bei mir mache ich was für mich rein. Da. So. Das ist wichtig. Immer neben dem Bett. Boah, ey. Kannst du in der Bibliothek lesen? Ja, ich würde ja eine Bibliothek machen, aber dieses Haus hat ja nur 4 Räume. Da kann ich doch nichts für. Wenn du nicht kein Geld hättest für mehr. Warte mal, das sieht besser aus, wenn wir das so machen. Fällt mir gerade mal so auf. Und das so ein bisschen mittig. Siehst du? Dann kannst du hier noch... Ach, vergiss das. Ich mach das mal eben. Dann können wir nämlich hier noch... So. Guck mal, dann wird's heller. Nee. Machen wir hier schön... Also haben wir ja schon schön Deko. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Man kommt rein und hat dann direkt hier was zum Kochen drin. Was macht der jetzt hier schon wieder für einen Blödsinn? Wieso machst du das dann da in die Ecke? Wieso machst du das nicht hier? Nur so als Gedankenanstoß. Oh, ich höre schon wieder, dass er was gesetzt hat. Ah nee, das sind die... Hast du das denn gefunden? Warte mal. Ah, hier. Ja, so, jetzt hast du... No, den habe ich doch extra nicht dahin. Was will ich hier mit dem Tisch mittendrin? Weiß ich dann du nicht. Weißt schon, dass das hier die Küche ist. Ja. Ja, da musst du hier aber 2 Stühle noch davor machen. Und das Ding richtig rummachen hier. Das kannst du gar nicht wegnehmen, ne? Ach, nee. Ich kann nur den Tisch insgesamt. Ja, weil das falsch rumliegt hier. Doch, das kannst du. Ja, aber wie? Ich kann das nicht einzeln... Hä, wieso ist da jetzt... Hä, was habe ich jetzt gemacht? Ja, du hast den Tisch jetzt mitgenommen, nehme ich mal an. Nein, wie habe ich da Essen drauf... Ach, man kann Essen drauf machen. Okay, du kriegst einen Spiegel, Alter. Hä? Du musst es anklicken, dann kannst du Essen drauf machen auf dem Teller. Dann sind die Gabel und Besteck ist dann auch weg, dann ist es egal. Ach, cool. Das ist ja cool. Ey, das gab's aber im Alten nicht. Ja, die sind verkehrt rum. Ja, ich meine, ist ja nicht so schlimm. Dann setzen wir uns halt verkehrt rum. Wer hat nicht mal so auf den Dingern drauf gesessen, ne? Oh, scheiße. Nein. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was du da gerade machst. Wieso? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, so sieht's eher richtig aus. Aber das, was du da eben gemacht hast mit dem einander zuwenden und so. Ich meine, das ist schön, dass die Stühle sich dann mögen, ne? Nee. Doch. So. Muss sich ja nicht jeder hassen, so wie wir beide. Ja. Springt der gleich in die Luft? Nein, doch nicht. Wir haben leider noch keine Bilder. Da haben auch schon viele nachgefragt. Einen Kochtopf hätten wir, ja. Was ist denn mit dem... Ach, steht ja auch drin. Also Teller, anpassbar mit deinen zubereiteten Gerichten. Ja. Aber nur mit denen, die ich gemacht habe. Er macht ein Ständchen. Jetzt komme ich hier extra an und du hörst auf. Ja, ich habe Angst gehabt, dass ich dich gesehen habe. Boah, ey. Ich würde ja sagen, ich gehe, aber wenn ich den Epi hier alleine lasse, dann macht der hier wieder Blödsinn. Der ist hier bestimmt wieder irgendwas am Anpassen oder so.
Nein, ich doch nicht. Mhm. Will ich dann, doch nie. Dann passe ich uns jetzt hier auch was an. So. Ich habe nichts gemacht. Die Krise. Hex, Hex. So, ich habe nichts gemacht. Ah! Hilfe! Dann bleibt das Schlafzimmer so, wenn das hier so bleibt. Ja, guck mal, was hier ist. Hier ist irgendwas passiert. Da, ja, da ich weiß. Obwohl, ich finde... Ich finde eigentlich, aber da müssten wir dunkles Holz für den Boden nehmen, oder? Sieht das nicht besser aus? Ich habe den Boden nicht verändert bis jetzt. Den habe ich noch nicht... Ja, guck mal im Schlafzimmer. Sieht das hier nicht besser aus, wenn das alles so verkleidet ist? Ja, sieht besser aus. Ist jetzt nur ein Vorschlag, ne? Habe ich jetzt aber den... Kann man den, ja. Den kann man noch dunkler machen, ne? Oder wie, ne? Ja, mit Y, deswegen sage ich ja. Jetzt ist es so, guck mal. Mhm. Also ich finde, das sieht jetzt irgendwie so nach Ferienwohnung aus und eigentlich will ich gar nicht mehr hier hinkommen. Also wir hatten so eine ähnliche Ferienwohnung, also auch so mit Holz und alles. Als ich klein war und wir immer nach Fronten gefahren sind, und das hat keine guten Erinnerungen hinterlassen, weil bei der einen... Ach so, ich dachte gerade, du hast das gemacht. Habe ich mich jetzt hier erschrocken? Bei der einen Wohnung, wo wir gewesen sind, war nämlich das Problem, da lagen, ich weiß nicht warum, ne? An den Fenstern, an den Türen, bestimmt 50 Stück oder so, in der Wohnung, tote Wespen überall, in dieser Ferienwohnung. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und ich komme da so als kleines Mädchen von 10 Jahren oder sowas dahin und sehe überall die Viecher da liegen. Ne? Wolltest du das hier auch dunkel machen? Weil du bist gerade so gefährlich am Stehen hier und am Nichtstun. Nee, er wollte nur Bücherregale aufstellen. Ah, ich wusste, dass du mich liebst. Ich wusste es. Komm her. Nee, kann man hier eigentlich was machen? Guck mal, hier habe ich auch welche hingemacht. Da. Ah, das ist super. Das hast du toll gemacht. Ja, ich weiß. Aber du würdest sie nicht lesen. Du würdest dann nur wollen, dass ich die lese. Aua, aber, der hat ja, mir gerade die Tür vor der Nase zugehauen. Das Problem ist, wenn wir mal einen Notfall haben und brauchen Feuerholz, dann können wir auch die Bücher nehmen. Du, ey, komm her, ich schau dich. Guck mal, was ich hier hingemacht. Ich schau dich. Hier, guck mal, ich lese dir jetzt immer was vor. Hier, guck mal, da, ich sitze hier, dann kann ich dir vorlesen. Es waren einmal 3 kleine Pilze, die standen in einem wundervollen Märchenwald. Da kam eines Tages ein blauer Schmetterling geflogen und fragte, was macht ihr denn hier? Mach mal die andere Seite. Ich hab schon umgeklappt. Kann man das nicht, warte? Nee, kann man nicht. Wäre auch nochmal eine coole Idee, sowas zu animieren. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich kann ja gar nicht gucken. Das weiß ich aber nicht. Aber du hast ein tolles Märchen ausgesucht. Der Anfang, ja, der war ganz toll. Der war spitze. Warte, ich komme hier auch drauf. Wie bin ich jetzt ausgestiegen? War hinten ausgestiegen. So, pass auf, jetzt gehe ich. Ich weiß, ich nerv euch da immer mit. In den Fotomodus rein. So. Und ich mach so. Moment, ich gehe mal ein bisschen. Das war unten, ne? So. Wie mache ich denn jetzt Fotos? Mit Enter, ne? Genau. Erstmal überlegen. So. Und dann guck mich mal an. Nicht so böse gucken. Lächel mal so ein bisschen freundlich. Der lächelt immer nur, wenn er nicht zu mir guckt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Genau. Das müssen wir jetzt überlegen. Ja. Nein, lieber nicht. Na gut, ihr Lieben. Jetzt haben wir ein bisschen rum. Warum geht der immer nach hinten raus? Weil er es kann. Aber eine Rolle rückwärts wäre natürlich cooler gewesen, ne? Oder beziehungsweise so ein Salto. Ja, eigentlich wollte ich mich verabschieden, aber der Epi hat irgendwie nichts Besseres zu tun, als hier in der Gegend herumzuspazieren und irgendwelche Sachen hinzulegen und das dann Bild das endlich mal. Hier zu blockieren, sodass man mich nicht sieht. Jetzt hat er auch noch einen Topf da hinten hingestellt, wobei rot sieht, konnte man die Farbe anpassen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht geguckt. Aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Jetzt kann ich den gar nicht mehr wegnehmen. Nee, ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Hä? Lass da auf jeden Fall noch einen Platz frei, weil rein theoretisch müssten wir auch wieder Obst bekommen, so eine Obstschale. Okay. Und auf jeden Fall rechts noch einen Platz freilassen für den Kühlschrank, den wir sicher auch wieder bekommen werden, ne? Also da jetzt nicht zubauen oder so. Das wichtigste Ding, Kühlschrank, den gibt's hier nicht, das ist echt...
Nein, die Bücher sind da. Das sind die wichtigsten Sachen. So, ich habe gesprochen. Also hört mein Wort und haltet die Klappe. Nein. Na gut, ihr Lieben. Also wir haben viel rumgealbert. Wir haben ein bisschen dekoriert und so weiter. Wurde doch noch eine schöne Deko-Folge irgendwie. Und ja, schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr so euer Haus dekoriert habt, welches Zimmer ihr wofür benutzt habt und wie ihr da von den Farben her, ich meine, so viel Auswahl haben wir jetzt im Moment leider nicht und wir haben auch nur ein Haus. Ich persönlich werde das hier, glaube ich, also zumindest privat, auch nicht als mein Haupthaus nehmen, in der Hoffnung, dass wir auch in diesem Teil wieder so eine richtig schöne Luxusvilla bekommen. Kannst du dich noch dran erinnern mit dem Swimmingpool draußen und so? Das eine Haus, das ja, fand ich richtig klasse. Das hat drinnen hast du, also so wie ich das immer gebaut habe, eine riesige Küche gehabt, ein riesiges Wohnzimmer, dann so einen ganz langen, breiten Gang, der so alles zusammenhält, ein riesiges Badezimmer und zwei große Schlafzimmer. Also das fand ich immer am geilsten. Das habe ich dann immer als mein Haupthaus genommen. Jetzt können wir noch nicht mal sehen, was der Epi hier macht, weil ich immer noch im Fotomodus stecke, weil der Epi sich ja eigentlich mit mir hier verabschieden sollte. Aber der ist wieder fleißig unterwegs. Deswegen machen wir hier jetzt mal einen schnellen Cut. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, wie ihr so das Ganze aufgebaut habt bei euch im Haus und was euch noch fehlt, was ihr hofft, was wir auf jeden Fall noch bekommen sollten. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Ciao. Hier die Couch, die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Harveys neue Augen. Sieht auch so zugenäht aus. Aber irgendwie ganz cool, so ein bisschen ja, Patchwork-mäßig, ne? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.